Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwein und schaut euch mal diese beeindruckende Kolonne an. Kolonne von Bulldozern, die auf dem Weg sind, ja wohin? Auf dem Weg zur Minol-Tankstelle, denn auch Bulldozer, das war mir gar nicht so richtig bewusst, benötigen offenbar Treibstoff. Also in der Sache war mir das schon bewusst, aber dass es hier auch so ist, weil wir setzen sie ja hier ein, immer zum Terraforming, automatisch gewissermaßen. Ja, aber irgendwann müssen sie dann losfahren. Gut, und da sind wir auch schon bei einem Thema, das wir angehen müssen, denn diese Tankstelle, die sieht zwar schick aus, wie sie hier steht, aber sie ist leider gar nicht funktionstüchtig, denn sie ist ohne Stromversorgung. Das haben wir nicht ganz bedacht, als wir sie dort platziert haben. Insofern müssen wir hier noch eine kleine Sache revidieren. Wir werden hier leider noch was umbauen müssen, nämlich wir werden hier nochmal ein Umspannwerk, also das Umspannwerk neu setzen. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass jetzt wirklich alles mit dabei ist. Das da oben ist jetzt mit dabei und das, ja, okay, hier kann das also platziert werden. Ich will es so weit wie möglich nach links rüber machen. So, ich denke, das müsste passen. Sehr schön. Und dann wird das jetzt nicht gebaut. Doch, es ist schon gebaut. Ha! Und dann müssen wir natürlich ein bisschen was abreißen und neu anschließen und dann geht das auch seinen Gang. Also, das wird abgerissen, das wird auch abgerissen und hier machen wir eine neue Leitung dahin. Das kann auch automatisch gebaut werden, das ist in Ordnung, das passt so und dann kommt das alles weg. So, dann kann also erstmal die Tankstelle arbeiten. Hier machen wir natürlich noch eine Feuerwehrzufahrt und dann geht das seinen Gang. Sehr schön. Okay, prima. Das wäre das Erste. Was wir jetzt, und das wird das Hauptthema dieser Folge werden, worum wir uns jetzt kümmern müssen, ist, dass diese Tankstelle und natürlich noch eine weitere, die wir sicher hier irgendwo hinbauen, in der Nähe des Sees, dass die natürlich auch mit unserem eigenen Treibstoff beliefert wird. Das ist ja ein wichtiger Punkt, denn wir produzieren ihn ja und warum sollten wir nicht das hier auch irgendwie hinliefern? Da habe ich eine Idee, dazu kommen wir gleich, aber vorher müssen wir noch eine andere wichtige Sache machen, denn diese Verarbeitungsanlage für Kies benötigt Arbeiter und da will ich Kleinbusse für nehmen. So, da gehen wir mal zu den Bussen und wir nehmen natürlich hier unseren B1000 für diesen Job und bauen hier eine neue Route und zwar von der Busplattform bis hierhin. Ich bin inzwischen jetzt echt ein Fan geworden dieser kleinen Busse. So, und diesen Fahrplan kopieren wir dann gleich auf den anderen Bus, der jetzt hier noch steht. Geht das so? Nee, ach Quatsch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, Leute, Leute, das ist ja Quatsch. Also bitte das nochmal löschen. Fahrplan kopieren. Jetzt geht das so. Und dann bitte auch Start. Aha. So, das müsste jetzt seinen Gang gehen. Das heißt, hier dürfte jetzt langsam die Arbeit beginnen. Der hat jetzt erstmal voll getankt. Das heißt, der kann dann dort oben auch loslegen. Der Kipper wartet dort schon. Zieht sogar schon Bruchstein hier rein. Wie kommt das denn eigentlich? Wird hier irgendwas gelagert? Wie kommt der denn ohne... Wie kommt der denn da an das Bruchstein ran? Hä? Ach, vermutlich wird so getan, als wäre der Bagger schon da und er produziert. Ja, so wird das sein, vermutlich. Ah, alles klar. Trick 17 von den Entwicklern. Der ist eigentlich unterwegs zur Tankstelle, arbeitet aber gleichzeitig. Mir soll es recht sein. So, das heißt, hier wird jetzt auch angefangen, wenn dann hier die B1000 dort ankommen. Mit den Arbeitern wird dort angefangen zu arbeiten. Ich würde ja gerne mal in so ein B1000 fahren. Naja gut, so spektakulär ist das vielleicht nicht. Wir sitzen auch ziemlich tief drin. Ja gut, lassen wir es mal. Machen wir nachher lieber eine Zugmitfahrt. Aber sehr schön, wie der Staub hier aufgewirbelt wird auf der Fahrt dorthin. In die Verarbeitungsanlage. Und da ist auch schon im Rohstoffspeicher 10 Tonnen Bruchstein. Mehr kann da auch nicht gespeichert werden. Nein! Jetzt fahren die natürlich erstmal nochmal zurück zur Tankstelle. Natürlich. Das war ja so klar. Und der wird das auch machen. Aber egal. Wir haben die Zeit. Sollen die langsam erstmal in die Puschen kommen. So.
Das nächste, was wir jetzt angehen, ich hatte es eben angekündigt, ist das Thema, wie kriegen wir den Treibstoff hierhin? So, ich hatte ursprünglich, glaube ich, schon mal angedeutet, dass ich dafür LKWs nehmen möchte, aber ich finde inzwischen, das ist nicht die eleganteste Möglichkeit, denn wir haben ja hier einen Zug, der hier hin und her fährt, der Waggons hat, die Treibstoff transportieren können. Und warum nicht die Leerfahrt, die normalerweise hier hinläuft, nutzen, um den Treibstoff hierher zu bringen? Und nicht nur Treibstoff, sondern auch Bitumen, denn auch hier möchte ich eigentlich eine Asphaltanlage bauen, denn auch hier braucht man natürlich Asphalt, weil die Straßen sollen ja auch asphaltiert werden. Also ist jetzt die Idee, dass wir unseren Zug hier nutzen, der hier gerade mit komplett Rohöl nach Neueswerda fährt, dass er auf der Rückfahrt hier einlädt, und das ist absolut technisch möglich, hier einlädt Treibstoff und Bitumen. Und zwar wieder immer im Wechsel, so wie wir es hier auch haben, um sicherzugehen, dass da nichts durcheinander kommt. Ja, dass er das einlädt und quasi auf der Leerfahrt hier mitnimmt. Nun ist es so, und da, jetzt müssen wir das ein bisschen durchdenken. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, ist natürlich hier dann zwei weitere Depots, Tanks, meine ich. Einmal für Treibstoff und einmal für Bitumen. Und jetzt ist es so, dass es natürlich denkbar ist, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Dinger voll sind. Einfach weil hier nicht so viel benötigt wird. Und das bedeutet, der würde ja im Zug dann bleiben in dem Waggon. Und wir würden unsere Rohöl-Transportkapazität dadurch einschränken. Aus diesem Grund werde ich an den Zug noch einen Waggon ranhängen. Und ich werde dann beim Einladen einstellen, dass nur ganz wenig transportiert wird. So 10%, sagen wir mal so. Dass also im schlimmsten Fall gewissermaßen ein Waggon noch mit Treibstoff oder Bitumen befüllt ist, falls er es nicht abladen kann und das Ganze dann zurückfährt und dann immerhin vier Waggons mit Rohöl fahren können, falls ihr verstanden habt, wie es gemeint ist. So, das ist also der Plan und jetzt können wir das umsetzen und wir beginnen dann damit erstmal, dass wir hier die Infrastruktur dafür schaffen, dass hier überhaupt Treibstoff und Bitumen gelagert werden können. So, und dazu werden wir mal Auto bauen rausnehmen und starten wir, indem wir hier einen Speicher bauen. Jetzt müssen wir gut aufpassen mit den Ein- und Ausgängen und dass wir natürlich noch die Straßenzufahrt irgendwie sichern. So, das könnte man so machen. Das würde dann passen. Ja. Ich mache es mal ein bisschen weiter hinten, dass wir sauber über die Straße kommen. Machen wir es mal so. Setzen wir es mal dahin. Okay. Und das zweite Ding. Hier wieder aufpassen mit den Eingängen. Platzieren wir ein bisschen weiter hinten und ich sehe gerade, wir sind außerhalb der Reichweite vom Strom. Das heißt, wir müssen da nochmal neu setzen, was jetzt nicht so schlimm ist. Müssen wir bloß bedenken. So, hier muss natürlich noch Straße hin. Wisst ihr was? Ich baue erstmal die Straße, dass wir da auf Nummer sicher sind, dass das auch passt. Ja, so geht's. Und dann platzieren wir das so. Ja. Okay. Und bauen hier die Straße runter. Und müssen wir natürlich dann noch Pipelines ranlegen. Die sind ja immer sauteuer. Aber es hilft nichts. Wir brauchen sie. Okay. Und natürlich müssen die über die Straße. Das heißt, wir müssen sie höher bauen. Und ja, kriegen wir sie einmal so? Nee, sieht ein bisschen komisch aus, aber geht halt nicht anders. Läuft. Gut, die müssen wir nachher im Auto bauen, aber ich werde es erstmal so vorplanen. Nicht, dass wir irgendwelche Fehler machen, dann ärgern wir uns, gerade weil das so teuer ist. Machen wir weiter mit den anderen Rohren. Auch die ziehen wir dann erstmal hoch. Ja, bis hier. Dann, hallo, dann hier rüber. Wir gehen sogar noch ein bisschen höher. Dann hier rüber. Vielleicht mit einem Zwischenpunkt. Das wäre ganz gut. Und dann dort runter. Ja, das geht. Okay. Das passt. Gut. So. Und jetzt noch das Stromding. Aber eigentlich können wir das eigentlich schon bauen lassen. Fällt mir ein. Mal gucken, ob das Geld reicht. Also lasst uns hier das Ganze mit Rubel finanzieren.
Und hier ebenfalls mit Rubeln finanzieren. Und dann natürlich noch die Pipelines bauen. Mit Rubeln. So. Okay. Das hat eine Menge gekostet, aber es ist durchaus fertig. Das heißt, die Sache wäre an sich bereit, wenn das Stromproblem gelöst wäre. Aber das lösen wir gleich. Wir werden jetzt hier noch einfach ein Umspannwerk dransetzen, weil wir haben ja noch die Möglichkeit dazu. Und dann ist das hinten mit dabei. Das Silo. Gut. Passt. Passt. Kann gebaut werden. Und hier noch eine Straße rumziehen. So, das müsste auch gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier noch ein Gleis lang kriegen, aber das geht schon. So, hier, das sieht ein bisschen. Sieht ein bisschen doof aus, muss ich zugeben. Also das ist. Das ist der Weg, den man hier nimmt, um in die Stadt zu fahren nach Oelsnitz. Also, naja, gut. Ich meine, die Stadt heißt nicht umsonst Oelsnitz. Muss man auch mal dazu sagen. Vielleicht bauen wir noch irgendwo einen schöneren Zugangsweg, der hier außen rumführt oder so. Müssen wir sehen. Aber das sind alles Schönheitsaspekte, die jetzt nicht so eine große Rolle spielen. Gut, so. Jetzt haben wir natürlich den Zug hier noch nicht umgerüstet. Insofern müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ja, 50 Liter. Der Zug wird vermutlich nicht voll sein. Das müssen wir ein bisschen händisch steuern, weil er muss natürlich jetzt erstmal das Öl wegtransportieren und dann will ich ihn ins Depot schicken. Vielleicht machen wir ausnahmsweise, lassen wir ihn gewissermaßen schon mal manuell ins Depot fahren, beziehungsweise nach Neuerswerda fahren. Ich denke ja. Wir greifen mal hier ein und sagen, bitte zu dieser Haltestelle bewegen. Jetzt müsste er sich drehen. Genau, jetzt fährt er früher als sonst. Das ist aber kein Problem. So lange. Ja, ich überlege gerade, brauchen wir noch eine Infrastruktur im Moment jetzt? Ja, also wir brauchen natürlich nachher hier das Asphaltwerk. Beziehungsweise gucken jetzt erstmal, ob hier alles sauber läuft. Hier sind Arbeit dabei, keine Ressourcenbruchstein fehlt, aber das wird ja jetzt hier nach und nach rangeschafft, ne? Man könnte jetzt auch noch einen zweiten LKW machen, aber ach, das ist okay. Ja, schaut mal, schon 31 Tonnen Kies, das läuft. Eigentlich könnten wir auch schon anfangen, hier so ein paar Straßen in Kiesstraßen umzuwandeln. Warum eigentlich nicht? Oder wollen wir gleich mit Asphaltstraßen dann beginnen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tja, sowieso die Frage. Wir können eigentlich schon mal anfangen, wisst ihr was? Wir fangen mal an mit den Nebenstraßen. Da werden wir sowieso erstmal Kies verwenden. Könnten wir eigentlich machen. Mach mal zum Beispiel... Nee, ich sollte das von der anderen Seite aus machen. Fang mal hier an, das zu bauen. Keine Arbeiter oder Baufahrzeuge, fehlende Ressourcen, Kies. Stimmt, wir müssen jetzt noch die ganzen Zuweisungen machen, fällt mir gerade ein. Wir haben hier unten zwar was, aber wir haben zum Beispiel hier keinen LKW stehen. Genau, das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt. Also, das machen wir mal. Ein Kipper oder zwei. Und wir müssen Rohstofflager zuweisen. Kies, hier bitte. Keine Straßenanbindung? Ach, ja. Okay, alles klar. Das ist natürlich jetzt doof, dass wir dies zuerst bauen. Dann werde ich das mal ausnahmsweise hier zuweisen. So, dann kann er, glaube ich, losfahren. Und wir müssen zum Zug erstmal hingucken, wo er jetzt ist. Wo ist er? Ist er schon auf dem Rückweg? Nee, er ist noch auf dem Hinweg. Alles klar. Gut. Ja, und das mit den Arbeitern. Wir bräuchten vermutlich dann auch einen Bus. Die fahren jetzt erstmal alle los. Also das ist sozusagen vorübergehend, dass die hier hinfahren. Später werden die natürlich hier an die Entladestation fahren. Deswegen ist das das Erste, was wir jetzt bauen, damit wir das erledigt haben. Aber sehr schön, wie Kies jetzt hier so nach und nach rankommt. Das passt schon. Gut, das ist gut. Die fangen nebenbei an zu bauen. Da müssen wir immer wieder ein paar Aufträge beisteuern. So, wir verfolgen jetzt mal unseren Zug. Wie jetzt das Rohöl da reinpumpt. Wie viel Rohöl haben wir denn hier am Start? 68, das ist sozusagen schon das, was wir importieren. Ja, also wir können auf jeden Fall mehr Rohöl gebrauchen. Wie viel arbeiten hier gerade? Oh Gott, hier sind schon 150 bei der Arbeit. Wow. Okay.
Wir haben 440 Tonnen Treibstoff. Das ist ja der Hammer. Okay, alles klar. Wow. Ich könnte mir vorstellen, dass wir möglicherweise auch diesen Zug hier ein bisschen erweitern, wenn die Produktion hier so krass gut läuft gerade. Also so viele Leute hat mir... Also, puh. Und schaut euch mal an, dieser Wald. Ja, das... Das ist nicht mehr schön. Da müssen wir auch was machen. Aber ja, das ist mühsam, weil ich glaube, ich muss alles nochmal wegnehmen. Man kann nämlich nicht die Bäume einzeln wegnehmen, wenn ich das richtig gesehen habe. Neuerswerda verschwindet. Das ist ein bisschen zu fett. So, Leute. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir was machen. Wir müssen nämlich den Zug jetzt zurück ins Depot schicken. Und das geht nur, indem wir hier eine Weiche irgendwie mal setzen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht hier. Setzen wir mal eine lange Weiche, die wir auch gleich automatisch mit Rubel bauen. So, und quasi, wir lassen die erstmal bauen und dann bauen wir eine Gegenweiche. Sehr schön. So, okay, alles klar. Und jetzt muss er einfach sozusagen auf die andere Seite fahren. Ich weiß nicht, ob er das so macht. Wir sagen ihm mal, gehe zum Depot. Ich bin mir sicher, da kommt er vorbei. Die Strecke ist frei. Das ist soweit in Ordnung. Nee. Irgendwie meckert er rum. Das geht so nicht. Warum? Weil die Strecke quasi durch den anderen Zug belegt ist, vermute ich mal. Das heißt, wir müssen jetzt komische Signale setzen. Dadurch, dass wir noch nicht komplett zweigleisig aufgebaut sind, ist das alles ein bisschen merkwürdig. So, warte mal. Eigentlich müsste er jetzt... Wechsel mal die Fahrtrichtung. Müsste er jetzt fahren können, oder? Nee, dafür nicht. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Hier ist es grün, da ist es grün, da ist es grün. Also da könnte er eigentlich zum Depot fahren. Das Problem sind jetzt hier diese Signale irgendwie. Ich würde sagen, wir platzieren dann auf dieser Seite auch nochmal ein Signal. Vermutlich wird er jetzt umdrehen. Nee, er fährt doch. Es war korrekt. Alles klar. Das eine Signal reichte, um das Problem zu lösen. Gut. Dann begleiten wir ihn jetzt mal auf dem Weg ins Depot. So, wunderbar, rechts rum. Halt! Nee, doch, es geht auf grün. Sehr schön. Der andere Zug kann auch los. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Perspektive hier schon mal genossen haben. Und jetzt geht es aber direkt runter ins Depot. Das heißt, wir sehen gar nicht viel von der Stadt. Okay, gut. Dann lassen wir ihn dort mal komplett reinfahren. Und jetzt müssen wir kaufen. Und zwar werden wir hier einfach noch einen Waggon ranhängen. Das genügt meines Erachtens. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen was Neues bauen. Und dann müssen wir aufpassen. Also, er lädt in Oelsnitz Rohöl. So. Wir warten bis beladen. Entladen. Machen wir sozusagen jetzt auch. Und zwar entweder Bitumen. Wobei, das ist, glaube ich, egal. Das können wir einfach so einstellen lassen. Mhm. So, dann fährt er nach Neueswerda. Entlädt. Dann machen wir Beladen und beginnen mit Treibstoff. Und nehmen nur 10% mit auf. Mhm. Das ist auch soweit okay. So, dann fahren wir los und jetzt füge ich einen neuen Stopp ein. Wieder nach Oelsnitz. Machen dort Entladen und wieder warten bis Beladen. Und dann kommt der nächste Halt. Nochmal wieder Neueswerda. Und hier ist wieder... Entladen, genau. Und hier beladen wir diesmal Bitumen und auch nur 10%. So,
Dann wird das immer im Wechsel angeliefert und das reicht auch für das, was wir dort haben wollen. Gut, dann starten wir das mal. Wait while train fully enter the depot. Okay. Hm? Jetzt geht's. Gut. Okay, jetzt fährt er los und jetzt hat er als nächstes Ziel... Na, ich möchte ihm eigentlich als nächstes Ziel neues Werder jetzt geben. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Verfolgen wir ihn mal so. Ob er jetzt Treibstoff mitnimmt. Ob das klappt. Zwischendurch können wir mal gucken. Wir haben hier einen neuen Fahrzeugtyp. Ich glaube, da kam noch mal eine andere Nachricht hier. Wir haben nämlich jetzt ein B1000 Feuerwehrauto. Das ist auch cool. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein richtig doofes Problem. Das habe ich nicht beachtet. Das ist jetzt auch wirklich Pech. Das kommt, weil wir noch nicht wirklich zweigleisig sind. Wir müssen ein bisschen rumtricksen. Da muss er doch nach Oelsnitz fahren als nächstes. Und dann lassen wir ihn umkehren. Warum hält er da jetzt an? Da ist doch kein anderer Zug auf der Strecke. Das verstehe ich gar nicht. Was ist denn da los? Ach so, das gilt noch als ein Block, weil wir hier die verbunden... Ah, alles klar. Ja, Leute, das Thema mit den Signalen und mit der Zweigleisigkeit, das kommt nochmal. Richtig, wenn wir wirklich auf Zweigleisigkeit dann umstellen, dann müssen wir die ganzen Signale auch nochmal alle überprüfen und sinnvoll machen. So, bitte Fahrtrichtung wechseln. Genau, wir wollen nämlich jetzt doch nach Neuerswerda bitte als nächstes. Okay. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Das können wir mal wieder einklappen. Warum hältst du da jetzt? Weil er verwirrt ist, aber er fährt geradeaus weiter. Ist okay. Gut. So, jetzt ist die große Frage. Klappt das jetzt wie geplant, dass er da hochfährt? Und jetzt Treibstoff mit aufnimmt. Und jetzt ist die Frage, wie viel? Also das klappt schon mal, 30 Tonnen. Das heißt, die 10% werden immer von der eigenen Kapazität, wie viel man laden kann, berechnet. Das ist aber okay. Könnten wir natürlich tendenziell mehr nehmen, aber 30 Tonnen reicht locker für das, was wir dort vorhaben. Gut, also ich glaube, dann ist das korrekt so geplant, wie wir das gemacht haben. Dann können wir mal die Nacht schneller laufen lassen und wir fahren mal, ausnahmsweise machen wir mal Nacht. Oh, das ist ganz schön schnell. Da wird einem ja direkt schwindelig. Machen wir trotzdem mal. Oh, jetzt ist schon wieder Tag. Lass uns einmal mitfahren. Den Sonnenaufgang hier vor Oelsnitz bewundern. Das haben wir uns verdient. Und dann schauen wir mal. Da fällt mir ein. Ah, bevor wir jetzt weitermachen. Das ist jetzt eine wichtige Sache. Ein Gebäude brennt. Auch das noch. Nee. Wir müssen, glaube ich, raus aus dem Fahrerhaus. Denn, ich habe vergessen. Du kannst schon ruhig weiterfahren. Bitte hier nur Treibstoff und dort bitte nur Beton, dass das nicht durcheinander geht irgendwie. Und welches Gebäude brennt denn bitte? Ein Rohstoffspeicher. Oh nein! Hier haben wir noch keine Feuerwehrleute. Das ist das, was jetzt eigentlich als übernächstes anschaut. Oh nein, das ist doch doof. Eieiei, kriegen wir das noch schnell gerettet, indem wir ganz schnell eine Feuerwehr bauen? Wo, also, ich denke, die Feuerwehr kommt... Ja, wo kommt sie hin? Hier vielleicht? Das müssen wir jetzt nochmal schnell machen. Hatten wir eine Mod-Feuerwehrgebäude? Ja, hatten wir. Genau. Drei... Reichen drei. Ja, das soll nicht so groß werden. Wir nehmen das Ding. Da wären wir am Strom. Hier auf der Seite wären wir auch am Strom. Hier hinten nicht. Doch, wären wir auch dran. Ist jetzt natürlich weit entfernt von Feuer, aber wir wollen ja auch die Ölanlagen schützen. Deswegen finde ich das... Aber da müssen auch Arbeitskräfte hin. Insofern sollten wir es nicht zu weit weg machen. Dann mache ich es hier. So, das muss dringend sofort gebaut werden. Und vielleicht kommt es ja noch rechtzeitig. Wir bauen noch einen Gehweg. Solange da hinten...
noch nichts anderes dran gebaut ist, kommen da auch Gehwege hin. So, jetzt macht mal schnelle. Schnell hin. Oh mein Gott. So, ich hoffe, da arbeitet bald jemand. Wir brauchen dringend Feuerwehrfahrzeuge. Wir werden auf jeden Fall also ein B1000 und dann komm, leisten wir uns so ein IFA. Zwei davon. So, und jetzt, wir sehen auch das Einsatzgebiet. Das ist nochmal interessant. Das heißt, ja, sehr schön. Das wird alles abgedeckt, was wir hier vorhaben. Das ist schon mal gut. Jetzt ist die Frage, erreichen wir diesen Ort noch rechtzeitig? Kommen hier noch Arbeiter hin? Oder müssen wir das Ding nochmal bauen? Das wäre natürlich bitter. Jetzt kommen hier erste Leute hin, die da arbeiten und hoffentlich dann auch direkt ausrücken mit der Feuerwehr. Was für dramatische Minuten für Ölsnitz. Ja, einer ist schon mal da. Jetzt wäre schön, wenn ihr dann auch losfahrt. Und wenn die Feuerwehrleute, Feuerwehrautos nicht unbedingt direkt tanken erstmal müssen oder kurz vor dem Feuer wieder umkehren. Die rücken aus. Großeinsatz. Kommt bitte, fahrt rechtzeitig dorthin. Jetzt rächt es sich ein bisschen, dass wir noch diese blöden langsamen Feldwege haben. Das dauert alles ewig. Ich fürchte, die kommt zu spät. Sie haben noch 80 Liter drin. Oh mein Gott. Sie fahren zumindest direkt dorthin. Was jetzt? Feuer zerstört das Gebäude. Nein! Das ist das erste Mal, dass wir das erlebt haben. Oh mein Gott, das ist bitter. Ich hätte es nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also das Thema Feuerwehr hatte ich schon auf dem Schirm, aber ärgerlich ist es schon, ne? Und da war ganz schön viel Kies drin. Gut, Leute, es hilft nichts. Wir müssen das jetzt nochmal bauen. Wie doof ist das denn? Nun gut, lass uns das schnell erneuern und dann vergessen. Also, Lager, kleiner Rohstoffspeicher. Wie teuer war das? 13.000. Okay, der Schaden hält sich in Grenzen, muss man mal sagen. Es kann relativ schnell und günstig nachgebaut werden. Ja, das müssen wir hier nochmal anschließen. Und hier auch. Okay. Und jetzt... Jetzt kann hier wieder Kies reinfließen. Natürlich haben wir auch ein bisschen Kiesverluste gehabt, das muss man natürlich auch sagen. Aber Gott, alles klar. Bald ist der Weg dann auch da. Dann läuft das. Und immerhin, wir haben jetzt eine Feuerwehr, das heißt, alles, was jetzt passiert, ist erstmal abgesichert. Okay, der Zug, der ist inzwischen schon angekommen. Die Frage ist, Treibstoff ist hier reingelaufen, sehr schön. 30 Tonnen, also das hat geklappt. Das heißt, das nächste Mal werden wir uns um die Perfektion dieses Systems kümmern. Das heißt, wir werden jetzt Autos uns holen, die dann Treibstoff und Bitumen, also Treibstoff erstmal hier an die Tankstellen liefern. Hier unten werden wir auch noch eine Tankstelle hinbauen und so weiter und so fort. Also das geht dann seinen Gang und ich freue mich drauf. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, euer Steinball.